zusammen. Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, Bluthochdruck. Ich bin angekommen im letzten Kapitel, dem roten Kapitel. Und das heißt Medikamente bewertet. Im Abschnitt Medikamente von A bis Z geht es um Aliskiren und Diuretikum. So. In diesem Präparat ist Aliskiren und das Diuretikum Hydrochlorothiazid mit dem Ziel kombiniert, dass der Blutdruck damit noch stärker absinkt als mit einem der Wirkstoffe allein. Aliskiren und Hydrochlorothiazid mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit geeigneten Einzelsubstanzen allein oder deren Kombination nicht ausreichend gesenkt werden kann. Dass Aliskiren Folgeerkrankungen und Sterberate verringert, ist nicht ausreichend untersucht. Dass der Blutdruck stärker absinkt als mit einem der beiden Wirkstoffe allein, ist für Rasiletz HCT ausreichend nachgewiesen. Dennoch ist das Medikament nur mit Einschränkungen geeignet, da für Aliskiren keine Studien vorliegen, in denen geprüft wurde, ob es die Folgeerkrankung von hohem Blutdruck verhindert. Wichtig zu wissen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Dazu Anwendung von Aliskiren. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren keine Erfahrungen vorliegen, sollten Sie auch das Kombinationspräparat nicht bekommen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft dürfen Sie das Medikament nicht anwenden, weil es das Ungeborene schädigen kann. In tierexperimentellen Untersuchungen gingen die Wirkstoffe in die Muttermilch über. Daher dürfen Sie Rasiletz HCT während der Stillzeit nicht anwenden. Weitere wichtige Hinweise zu unerwünschten Wirkungen und zur Anwendung bei älteren Menschen finden Sie unter Aliskiren und unter Thiazide und thiazidartige Diuretika. Siehe Seiten 114 und 140. So, weiter geht es mit Alpha-1-Rezeptorenblock.